Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurer September-Legung. Wir starten mit der energetischen Prognose. Ich habe mich diesmal mit Erzengel Metatron verbinden dürfen. Er kam in mein Feld und ich habe mir einige Notizen gemacht und ich werde euch dahingehend jetzt relativ kurz und knapp, aber doch sehr klar ausformulieren dürfen, um was es im September geht. Wir starten mit der allgemeinen Energie, meine Lieben. Und da sagte mir Metatron, es ist vom energetischen her, kollektiven Feld so, dass es im September leicht und beschwingt wird. Das ist ja auch, wo wir Menschen immer relativ gut durchatmen können, zur Ruhe kommen dürfen. Ja, wie ich schon in der Augustprognose gesagt habe, kamen wir ja aus Monaten, die wirklich sehr arbeitsreich, sehr intensiv waren. Was interessant ist, ist, dass Aufgaben oder Herausforderungen besser bewältigt oder erledigt werden. Also immer wieder das Thema Leichtigkeit ist in den Vordergrund gestellt worden. Letztendlich kam sehr häufig immer wieder der Satz, es liegt immer wieder an uns, es liegt an unserer Einstellung, es liegt an unserem Mindset, es liegt an unserer Ausrichtung. Die Verfügbarkeit von Leichtigkeit, dass sich die Türen öffnen, die sind da. Ja, und die Herausforderungen sind die Aufgaben, die jeder einzelne Mensch inkarniert mit seiner Seele mit sich bringt. Das sind die Herausforderungen, die Aufgaben, die wir bewältigen können. Und immer wieder das Thema auch, wir bekommen nur die Aufgaben, die wir bewältigen können. Und es gilt herauszufinden, warum habe ich diese Aufgabe? Was ist der Lerneffekt hinter dieser Aufgabe? Ja, und letztendlich ist es ja vorbestimmt. Es ist ja so festgelegt worden von uns, dass unsere Seele, wir inkarniert als Mensch, diese Erfahrungen machen wollen oder wollten. Das ist so festgelegt. Auch hier wieder Thema Seelenplan. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Das nächste Thema ist das Berufliche. Alles, was im September in Bezug auf Stagnation, Unzufriedenheit in dein Feld kommt, das sind dann diese Symptome, die immer nur dann kommen, wenn du auf das, was Thema ist, bei dir nicht reagierst. Also Beispiel, du fühlst dich in deinem Beruf, in deinem irdischen Arbeitsleben nicht wohl, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, was möchte ich letztendlich wirklich umsetzen? Und das, was ich umsetzen möchte, das, was ich arbeiten möchte, wie komme ich von dem Stand, wo ich jetzt bin, dahin, wo ich hin möchte? Er sagt Ausreden, wie zum Beispiel, es geht nicht weil oder ich muss ja das und das tun, damit ich das und das ausgleichen kann. Das sind letztendlich immer wieder, jetzt kommt ein Trigger, Ausflüchte in Bezug auf letztendlich den Seelenweg. Also das heißt, wenn wir uns mit unseren Themen beruflich gesehen nicht beschäftigen, oder wir sagen, ich muss das ja tun, weil dann folgen wir unserem Seelenweg nicht, weil diese Schwere, die wir in dem Moment haben, die Stagnation oder die Unzufriedenheit, die wird uns bewusst gegeben, weil wir laut Seelenplan einen anderen Weg gehen sollten. Und es wird immer dann unbequem, wenn wir unserem Seelenplan nicht folgen. Und da gilt es, sagt Metatron, dass wir uns hinsetzen und überlegen, warum ist das jetzt bei mir so und was kann ich dagegen tun, dass es besser wird, dass es mir gut geht? Weil wieder hier ein großes Thema, nochmal gesagt, es ist unser Geburtsrecht, glücklich zu sein. Wir sind nicht auf die Erde gekommen, um nur zu ackern, um nur zu arbeiten, sondern wir sind hier hergekommen, um zu leben, um glücklich zu sein, um unsere Aufgaben natürlich zu bewältigen, ganz klar. Und da ist es egal, ob es eine Arbeit oder ein Mensch ist, dem wir begegnen, wo wir einfach denken, kann jetzt wohl nicht sein, geht gar nicht, sondern es ist wichtig. Es ist vielmehr wichtig zu überlegen, warum habe ich jetzt diese Energie in meinem Feld? Also hier so ein bisschen Hausaufgaben machen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, ja, ich stimmt, ich fühle mich in meinem beruflichen Dasein einfach mal nicht gut,
Ja, ich möchte gerne, dass es anders wird. Dann hast du auch immer wieder die Möglichkeit, etwas zu verändern. Es muss ja nicht gleich alles auf eine Karte gesetzt werden, aber Stück für Stück in eine neue Richtung sich auszurichten, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was möchte ich wirklich? Und wie kann ich das umsetzen? Das kann jeder. Ja? Und das ist das, was ganz, ganz wichtig ist, meine Lieben. Thema hier, Seelenplan. Also, folgst du nicht deinem Seelenplan, gerade im beruflichen Sinne, es wird immer wieder betont, wirst du diese genannten Symptome bekommen. Und dann ist es deine Aufgabe, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, warum habe ich das? Wie kann ich das ändern? Und wer kann mir eventuell unterstützend dabei helfen? So. Im September ist das Thema Mut und Flexibilität zur Veränderung und dem Ruf der Seele folgen. Eine Energie, die immer intensiver wird. Das heißt, sie zeigen mir einen Weg, den du gehst. Und du wirst entweder einen Weg haben, der völlig frei ist, dann bist du jemand, der diesem Weg deiner Seele, dem Seelenplan folgt. Und du wirst viel Flexibilität, viel Leichtigkeit, das wirst du einfach schon mit dir haben. Und dann gibt es aber die, die immer denken, boah, jetzt wird der Weg steinig, die Steine werden immer größer. Ja, das ist dann der Weg, wo du mehr Mut aufbringen darfst, wo du schauen darfst. Wo muss ich flexibler sein in meinem Leben? Das breitet sich in allem aus. Also das breitet sich nicht nur im beruflichen dann aus, sondern auch generell in deinem persönlichen Sein, also deine Persönlichkeitsentwicklung. Wo geht in deinem Leben, wo bist du glücklich, unglücklich? Wo hast du Blockaden in dir? Ob es dein Denkvermögen ist, dass du immer wieder blockiert bist und sagst, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie geht jetzt mein nächster Schritt? Dann haben wir die Denkblockade oben im Kronenchakra, im Kopf drinne und da auch wieder zu gucken, okay, wo möchte ich alte Glaubenssätze, Gedankenmuster, Strukturen verlassen? Wo möchte ich einfach mehr Flexibilität leben? Ja, und was ist denn der Ruf meiner Seele? Ja, und wenn du diesem Seelenruf folgst, sagt Metatron, dann haben wir halt auch einfach mehr die Energie, dass wir dann automatisch mehr in die Leichtigkeit kommen. Es werden Türen auf einmal sich öffnen. Du wirst Menschen begegnen, die dir geschickt werden, um deinen Prozess zu gehen, deinen Weg begleitend besser zu oder gehen zu können. Es werden Türen sich schließen, wo du vielleicht vorher Angst gehabt hast und sagst dann im Nachgang, Gott sei Dank, dass die Tür zugegangen ist, weil die Tür, die aufgegangen ist, die ist ja viel besser wie die letztendlich offen war, aus der ich rauskomme. Heißt aber auch, offen dafür zu sein, Abschied nehmen zu können von Situationen, die dich blockieren, die dich in eine Stagnation bringen und die dich aber auch niedrig schwingen werden lassen oder die dafür sorgen, dass du in einer niedrig schwingenden Energie bist, weil aus Kummer, Verzweiflung, Sorgen du eventuell nicht mehr rauskommst, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter und dann dir Hilfe zu suchen. Das ist auch ganz wichtig, wenn du in so einer Situation bist, dass du da nicht verharrst im September, sondern dass du sagst, okay, ich gehe das jetzt an, ich nehme diese Herausforderung als Aufgabe an und suche mir jemanden, der mich unterstützt und mich dahingehend weiterbringt. So, dann haben wir auch, genau, das Neue möchte sich immer mehr zeigen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch dafür offen bist und dass du auch sagst, okay, ich bin offen für diesen Prozess und ich habe auch diese Bereitschaft. Ja, und dann sagte Metatron, wo ist dein Fokus? Also es ist im September wird es immer wichtiger werden zu überprüfen, wo ist mein Fokus, auf was liegt mein Fokus? Wo ist dahingehend meine Ausrichtung? Also ziehst du eher das Politische an? Bist du eher niedrig schwingend unterwegs? Bist du eher aggressiv unterwegs? Bist du eher blockierend, dass du sagst, nein, das will ich alles nicht, das Neue kommt nicht in mein Feld? Oder regst du dich über andere Menschen auf? Oder, also versteht ihr, er sagte, wo ist dein Fokus? Ist dein Fokus auf dich? Auf dein Sein, auf deine Hausaufgaben, auf dein konstruktives Vorangehen? Oder ist das
eher der Fokus, den du lebst, auf das Außen, wo du ein Stück weit die Prozesse gar nicht beeinflussen kannst. Es sind nicht immer alles deine Aufgaben. Du kannst nicht die Welt dahingehend alleine verändern, indem du ein Schild in die Hand nimmst, hochhältst und sagst, ich protestiere für alles das, was mir nicht gefällt, weil, dass wir aufstehen, sicherlich ist ein Stück weit, sagt er richtig, und dass man sich nicht alles gefallen lässt. Das ist nicht, dass man das absprechen sollte. Es ist die Dosierung, sagt er. Es ist die Dosierung, wie, inwiefern bist du bereit, deinen Fokus auf Proteste, auf niedrig schwingende Geschichten zu setzen. Er betonte dann nochmal die Waldbrände, die wir in einigen Ländern haben. Ne? Es ist schlimm, dass Wälder und Tiere sterben, dass Wälder abgeholzt werden, aber du hast den Wald nicht in Brand gesetzt und du hast auch nicht abgeholzt. Also hier auch dahingehend wieder zu gucken, wenn dich das blockiert, weil du diesen Zustand nicht ändern kannst, ist es wichtig, dass du deinen Fokus auf die Dinge setzt, die dich glücklich machen, die für das große Kollektiv wichtig sind. Das heißt, Aufstiegsprozess. Wo hast du deine Baustellen? Wo sind deine Blockaden? Und daran zu arbeiten. Wie kannst du dein Leben so optimieren, dass es dir letztendlich gut geht? Das ist das, was Metatron sagt, was viel, viel wichtiger ist. Jeder hat im Kollektiv seine Aufgabe und viele Menschen machen Dinge, die nicht ihre Aufgaben sind und dadurch fallen sie von der Energie her ab. Ne? Also es bringt nichts, wenn du jetzt jemanden zum Beispiel pflegst und dann dich darüber aufregst, dass die Wälder brennen. Das ist dann in dem Moment der Beruf der Pflege, sagt er, ist wichtig, ist viel, ist energetisch sehr sehr anstrengend, aber wenn du dich dann auch noch mit den Waldbränden oder mit Kriegen zum Beispiel beschäftigst, das tut dir dann in dem Moment nicht gut. Gut tut dir das, wenn du dich um Menschen kümmerst und die geben dir ein Lächeln zurück, die streicheln deine Hand, die sagen danke, dass du da bist. Das sind die Dinge, die wichtig sind, dieses Zwischenmenschliche, dieses Füreinander-Dasein, uns die Hände reichen. Es ist wichtig, dass wir schauen, inwiefern wir uns Dinge anschauen oder uns in Situationen begeben, die uns letztendlich nicht gut tun, weil wir sie nicht ändern können. So. Es liegt letztendlich immer wieder, sagte Metatron, an uns, wo unsere Ausrichtung hin ist. Also, das, was du denkst und fühlst, das ziehst du an. Im September, Thema Leichtigkeit. Tue gerne alles dafür, dass du diese Leichtigkeit leben kannst. Gewisse Themen, sagt Metatron, ist wichtig, dass wir die loslassen, dass wir in die Annahme gehen und dass wir Freude auf das haben, was letztendlich lichtvoll zu uns kommen möchte. Also die Freude zu wissen, am Ende wird immer alles gut. Und wenn es noch nicht zu Ende ist, ja, dann ist es auch noch nicht gut. Also das heißt, du kannst diesen Satz ja drehen und wenden, wie du möchtest. Ne? Du kannst auch sagen, erst wenn es gut ist, dann ist es zu Ende. Oder erst wenn es für dich sich gut anfühlt, ne? Dann hast du eine Situation gut beendet. Das ist letztendlich wichtig. Wir gehen ja immer in unseren Lebensabschnitten, sagte Metatron, immer in eine Situation, in die nächste Situation und, und. Und wenn du eine Situation für dich nicht gut heißt und sagst, nee, das ist noch nicht zu Ende, weil ich bin mit dem Thema noch nicht durch, dann wirst du es auch nicht zu Ende bringen. Sei denn, du wirst aus dem Leben, sage ich mal, gerissen, weil du deine Lebenszeit vorerst beendet hast oder deine Inkarnation zu Ende ist und du das Thema mit in die nächste Inkarnation nehmen wolltest oder solltest. Ja, das ist bei jeder Seele unterschiedlich, sagt er. Aber wichtig ist immer wieder Fokus, Annahme, Flexibilität, Loslassen alter Prozesse und sich auf das Neue, Schöne fokussieren und sich darauf freuen. Unabhängig von dem Ganzen, ja, wir haben die Welt mit lichtvoller Energie und mit unlichter Energie. Und du entscheidest, sagt Metatron, wo du im September leben möchtest. Mehr in der toxischen Energie oder mehr in der lichtvollen Energie. Diese Momente letztendlich, wie gesagt, wir haben den Monat der Leichtigkeit, ist deine Entscheidung, dass du sagen kannst,
Es ist ein schöner Monat. Ich lebe die Leichtigkeit, weil ich mich auf die Dinge, die mir gut tun, fokussiere. Und das ist letztendlich der September. Leicht und beschwingt durch diesen Monat zu gehen. Die Möglichkeit haben wir. Die Möglichkeit ist uns gegeben. In diesem Sinne, meine Lieben, das war die Nachricht von Metadron. Ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit Unterstützung geben. Es waren einige Trigger mit dabei, ich weiß. Aber letztendlich ist es wichtig, euch immer wieder daran zu erinnern, sagt er, dass wir letztendlich eigene Individuen sind. Wir haben immer wieder die Möglichkeit zu entscheiden, was wir möchten. Deswegen sind wir Menschen mit einem freien Willen. Das sind alles Tendenzen, die ich euch hier mitteilen durfte. Du entscheidest, welche Energieform du leben möchtest im September. Vom großen Kollektiv her wirst du aber die Leichtigkeit leben können. Trotz alledem ist es immer wieder deine Entscheidung, dich auf das Lichtvolle, die Leichtigkeit auszurichten. Die Möglichkeit, die ist gegeben, die Möglichkeit ist da. Wenn du sagst, ich habe ein Thema, wo du Schwierigkeiten hast, dann geh es bitte an. Und wir werden immer noch ein Stück weit in Bezug auf den 31.8., den Vollmond, werden wir diese Energie, werden wir auch noch mit im September mit reinnehmen. Ja, dieses immer wieder aufs Gefühl hören, Intuition. Ja, Vollmond in den Fischen ist ganz viel Intuition, ist ganz viel, viel Herz, Liebe. Ja, also auch da wieder haben wir ein Stück weit, was sich nicht gut anfühlt, möchte ich nicht, darf ich gehen lassen. Das ist diese Energie, die auch noch mit in den September reinreicht, bis zum nächsten Vollmond dann. Also wie gesagt, und im September starten wir auch gleich mit den Portaltagen. Das sind alles wieder Dinge, da werden wir auch wieder die Möglichkeit haben, miteinander zu arbeiten. Also wie gesagt, das sind die Botschaften, meine Lieben, die ich euch mitgeben durfte. Wir gehen jetzt weiter, und ich werde euch jetzt die Monatslegung präsentieren dürfen. Ich danke dir erstmal, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir hier erstmal schon mal ein Mehrwert sein und du hast die Botschaft von Metadron verstanden. Und wir sehen uns gleich in der Monatslegung wieder. Hallo meine lieben Widder, herzlich willkommen. Wir starten nun zu deiner September-Monatslegung. Ich freue mich, dass du dir schon mal das Channeling angehört hast und ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Wir schauen uns jetzt an gemeinsam, wo deine Tendenzen, in welche Richtung sie gehen, wo sie hin tendieren, was die Energien so sagen für den September für euch. Ich starte hier mit einem Krafttier für alle die, die die Krafttierbotschaften mögen und auch die mit den Krafttieren arbeiten wollen, meine Liebe oder meine Lieben. Ich gehe weiter mit zwei verschiedenen Tarotkartendecks. Wir haben hier die Orakelkarten und natürlich hier an der Seite, wie ihr seht, schon die Engel-Herzbotschaften. Das wird dich heute alles erreichen, wenn du das gerne möchtest. Denke bitte mal daran, dass es eine kollektive Legung ist. Sie kann nicht auf jeden zutreffen. Du kannst dir aber natürlich gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen anschauen. Du kannst dir auch eine Heilarbeit buchen oder auch eine persönliche Legung. Alles das ist möglich. So, und irgendwas muss bei euch schief sein, weil guckt mal, der Pilz hier, der ist schon umgefallen. Ich stelle ihn jetzt mal hin. Er will gar nicht stehen. Warum will der nicht stehen? So, na mal gucken, ob der stehen bleibt. Ein Zeichen von außen. Okay, wir haben die Giraffe als Krafttier im September. Liebende Güte. Erhebe und weite deinen Blick. Im friedlichen Werden lösen sich manche Dinge von ganz allein. Ja, das ist so, ne, die Widderenergie, das ist dieses Feuerelement, ne? Ich will das jetzt, ich möchte das jetzt, ich habe Ziele, Wünsche, Träume, ich habe klare Vorstellungen und wenn irgendetwas in dein Feld kommt, lieber Widder, was nicht deiner Materie entspricht oder deiner Vorstellung, ne, dann könnte es schon mal unbequem werden und du wirst hier auf deine liebende Güte hingewiesen. Das heißt also, Hörner einpacken, das Feuer muss nicht ganz ausgeschaltet werden, aber ein bisschen weniger Dynamik ist hier für dich scheinbar im September ganz, ganz wichtig. Und auch, was ich sehr, sehr interessant finde, dieses friedliche Werden, ne? Also wenn du
ein Stück weit weniger mit Dynamik arbeitest, sondern mehr mit Gelassenheit, dann wirst du feststellen, dass die Dinge sich auf ganz unscheinbare Weise alleine bei dir entwickeln werden. Das heißt also, raus aus der Dynamik. Ja, nicht weil du sagst, du möchtest das dann und dann haben oder das soll so und so sein, wird es für dich zum höchsten Wohle sein können. Ganz im Gegenteil, ja. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht klappt oder nicht so in dein Leben kommen möchte, wie du es dir jetzt vorstellst, dann hat das einen Grund. Und meistens ist das die Schöpferenergie, ja, die sagt, du pass mal auf, nicht so schnell, sondern Gemach, Gemach und Piano, ne? Ich meine, ich sag mal so, wenn du dich mit dem Schöpfer anlegst oder dem Universum, dann wirst du stagnieren ohne Ende, ne? Und wir haben hier zum Beispiel, und das finde ich ganz interessant gerade, im September, lieber Widder, den Pagen der Stäbe. Und Page der Stäbe ist dein Element, Stabenergie, ja? Und hier geht es halt auch einfach darum, dass du, ich denke, ein Stück weit neue Wege gehen möchtest, ja? Die Stabenergie ist auch ein Symbol für nicht nur für dein Element Feuerzeichen, sondern auch du brennst halt hier für irgendetwas. Du möchtest etwas los, du möchtest mit irgendwas loslegen. Aber trotz alledem könnte es sein, dass hier ein Vorhaben vielleicht nicht wirklich so klappt, wie du es dir vorstellst, weil liebende Güte heißt, annehmen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie du es gerne möchtest, dann hat das einen Grund. Und dann kannst du nur noch in die Annahme gehen. Aber wir gucken uns das gleich nochmal an, lieber Widder. Wir hatten ja das Thema auch Leichtigkeit, ne? Könnt ihr euch erinnern? Und guckt mal, wir haben hier die zwei der Stäbe. Also du möchtest neue Wege gehen, aber du wirst auf irgendeine Art und Weise, mit zwei der Stäbe ist die Stagnation, du wirst auf irgendeine Art und Weise, wirst du darauf hingewiesen, dass es noch nicht Zeit ist, voranzugehen. Es könnte sein, dass das Thema, um was es hier bei dir geht, dass du einfach noch nicht bereit dazu bist. Selbst wenn du jetzt sagst, doch, ich bin bereit, ich möchte das gerne, dann ist das dein Ego, was aus dir heraus spricht, wieder. Aber ihr dürft nicht vergessen, es kommt immer alles zur rechten Zeit zu euch. Das heißt, wenn du unbedingt etwas möchtest im September und es kommt nicht in dein Feld, dann kann es sein, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, du stehst vor einer Prüfung und die Prüfung wird auf unerklärliche Weise verschoben. Dann hast du die Möglichkeit, nochmal zu Revue passieren zu lassen oder zu reflektieren. Vielleicht musst du noch etwas lernen, vielleicht musst du noch mehr üben. Oder du willst einen neuen Weg gehen, aber du kannst dich noch nicht entscheiden. Ja, weil du vielleicht nicht genau Struktur hast oder nicht einen genauen Plan hast. Du nicht genau weißt, wie es werden soll. Auch hier wieder, liebende Güte, Piano. Also im September ist nicht das Vorpreschen, wie du es gedacht hast, sondern hier, ich sehe dich eher sitzen und lernen. Irgendwas hast du noch nicht ganz verstanden, bitte. Irgendwas darfst du noch lernen. Genau, wir haben den Magier. Du hast letztendlich, um diesen Prozess zu begehen, alles, was du brauchst. Also, du hast alle Unterlagen, du hast das ganze Wissen. Du musst es letztendlich für dich jetzt hier verinnerlichen. Es ist ganz wichtig, dass du sagst, mit dem Magier hast du einen magischen Neuanfang. Aber bevor dieser kommt, stagnierst du noch. Das heißt also, hier wird irgendwie für dich noch mehr Zeit einberaumt. Hier wird dir noch mehr Zeit gegeben, um die Dinge, die in dein Feld kommen wollen, zu verfestigen. Um den nächsten Schritt zu gehen, musst du erst noch irgendwie etwas erledigen. So, und wenn du das dann getan hast, dann wird es relativ schnell vorangehen. Mit 8 der Stäbe. Du hast sehr viel Stabenergie, du wirst im September unglaublich in deinem Element sein, aber auch hier wieder Stagnation, bevor es weitergeht. Bevor du einen Neustart machen kannst, wirst du noch stagnieren müssen. Irgendetwas hält dich hier auf. Genau, und wir haben auch das Hauptelement, die Hauptenergie ist hier der Wagen. Also das ist dieses, ich will jetzt vorangehen. Ja? Ich will unbedingt das jetzt umsetzen. Ja? Kannst du tun? Aber diese Stagnation hat einen Grund. Ne? So, wir gucken mal mit den Pagen der Stäbe, um was es hier bei dir geht. Du wirst im September etwas ausgebremst.
Hier ist erstmal Hausaufgaben angesagt. Ja, du brennst für etwas, wo du in einem neuen Bereich, in einem neuen Element vorangehen willst, und zwar direkt. Also, Page der Stäbe, ich brenne, ich wieder brenne für etwas und möchte direkt vorangehen. Und dann kommt die lichtvolle geistige Welt und sagt, Moment wieder, so nicht. Das Tempo bestimmst nicht du, ja, weil hier liegt ein Defizit vor. Hier ist irgendetwas wieder, was dich ausbremst. Ob du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, ob du noch etwas nicht hundertprozentig verstanden hast, ob du dir noch nicht sicher bist, irgendetwas. Und es ist hier eine, könnte eine Person sein, eine Königin der Schwerter, die dich hier ausbremst, weil sie sagt, wenn du jetzt weitergehst, dann fährst du den Wagen an die Wand. Das ist ganz interessant. Also hier ist eine Person, die dich ausbremsen muss, bevor du hier weitergehst. Du sagst aber, ich möchte weitergehen. Ja, du kannst weitergehen, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, wenn du etwas verstanden hast, wenn eine Situation, wo du unbedingt weitergehen wolltest, die dich aber ausbremst, da ist irgendetwas wieder, was du im September dir nochmal näher anschauen sollst. Es kommt alles zur rechten Zeit. Der Ritter der Schwerter ist jemand, der direkt vorangeht in einen Neustart. Wirst du tun können im September, so ich würde mal sagen so Mitte, Ende September, aber du wirst vorher noch, bis zur Mitte September, wirst du nicht vorangehen. Du wirst nicht so vorangehen, wie du es dir vorgestellt hast. Du wirst hier ausgebremst. Du wirst hier darum gebeten, mit dem Element Giraffe, mit der Energie liebende Güte, den Zustand zu lernen, anzunehmen. Es könnte sich hier wieder um ein Ego-Thema handeln bei dir. Ja. Und wenn du das verstanden hast, um was es hier geht, dann wirst du auch direkt vorangehen und dann wirst du auch mit dem, was du dann als... Der Magier hat halt alles das, was er braucht. Und in der Position 2 der Stäbe bist du noch kein Magier. Ja, also hier gilt es irgendwie entweder eine Information einzuholen, sich in Geduld zu üben, nochmal zu üben für irgendeine Prüfung, für einen Werdegang, wo du sagst, ich will aber weitergehen. Da bist du angehalten, nochmal in die Stagnation zu gehen, wieder. Hier ist irgendwas noch nicht ganz vollendet. Du bist noch nicht, also bis Mitte September bist du noch nicht der Magier, der hier weitergehen kann, ne? Hier gilt es eher, nochmal Revue passieren zu lassen. Der Neuanfang kommt, du kannst weitergehen, das ist mit 8 der Stäbe und mit dem Ast der Stäbe ist es eine Chance. Du bekommst die Chance auf Weitergehen. Es liegt an dir, inwiefern du deine Hausaufgaben machst. Bevor du hier mit dem Wagen weitergehst, wirst du auf deine Defizite aufmerksam gemacht. Du wirst hingewiesen durch die lichtvolle geistige Welt. Also die wird dir sagen, pass auf, der Turm ist immer eine Energie, wo du darauf hingewiesen wirst, was du noch nicht kannst, was dich blockiert, wer dich verhindert. Du wirst ein Stück weit deine Mindset-Arbeit machen können, wirst ein Stück weit Klarheit bekommen, bevor du wirklich vorangehst. Und es könnte sein, dass du sagst, okay, es ist gut, dass ich den Turm bekomme, weil ohne den Turm, da geht mein Kehlchakra zu, oh mein Gott. Oh, es ist heftig. Widder, das ist ein Kampf, den du hier lebst. Und bevor du... Entschuldig bitte. Wahnsinn. Bevor du nicht wirklich alle Details zusammen hast, bevor du nicht stabil auf beiden Füßen stehst, wirst du im September nicht vorangehen können. Oh, heftig. So, wir gucken uns mal an, was die Orakelkarten sagen. Behörde, öffentliches Gebäude, Anzahl 3, 3 Monate. Es könnte sein, dass du hier etwas mit einer Behörde zu klären hast. Ja? Es könnte aber auch sein, dass sich dieser ganze Zyklus, was ich hier gesagt habe, je nachdem, wie du dich hier verhältst, bis zu 3 Monate noch hinauszögert. Ja? Also deine Arbeit, wenn es jetzt um dein eigenes Mindset geht, um etwas, was du lernen sollst, kann es sein, dass sich das um 3 Monate verschiebt. Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht wartest du auch auf eine Bestätigung vom Amt, von irgendeiner Behörde, auf irgendwas. Ja, und es könnte sein, dass sich das hier, wie gesagt,
Ich meine, die Behörden, sind wir mal ganz ehrlich, die Behörden sind alle überlastet. Es könnte sein, dass du wirklich hier auf eine Antwort wartest, ja, und dass du dich hier in Geduld üben musst. Also hier die Stagnation sozusagen, dass hier dann in dem Moment eine Obrigkeit, die dir sozusagen dich lenkt, dich leitet, dich führt, sagt, nee, erst in 3 Monaten, ja, du bist noch nicht so weit. Oder wir haben zu viel zu tun, wir kriegen vorher die Anträge nicht raus. Irgendetwas in dieser Sache. Im September wirst du geprüft auf deine Güte. Du wirst im September nicht so vorangehen, lieber Widder, wie du das dir gedacht hast. Aber es hat seinen Grund. Passt auf. Und zwar, wir haben hier Engel für Geduld. Oh, es ist gemein. Güte und Geduld. Beides fängt mit G an, ja? Okay. Engel für Geduld und Zeitlosigkeit. Ich nehme in Geduld alles an. Entschuldige bitte, Widder, dass ich dir da so zwischenflanke, aber guck mal, wir haben die 28, Quersumme 10. Ja? Du wirst etwas beenden. Sei es deine Ungeduld, sei es deine Dynamik, du wirst hier dich wirklich in Geduld üben müssen. Das, wie gesagt, kann mit Behörden zu tun haben, kann mit einer Lernaufgabe zu tun haben. Lieber Widder, es liegt an dir, inwiefern du in die Annahme gehst. Umso mehr du in die Annahme gehst und sagst, ja, dann ist es so. Ne? Du wirst im Nachgang, wirst du sagen, Gott sei Dank war das so. Und Gott sei Dank habe ich auch diese Zeit noch abgewartet, weil jetzt ist ein besserer Moment, ein besserer Zeitpunkt, um weiterzugehen. Ob es in der Ausbildung ist, ob es in irgendeinem Antrag ist, irgendwas, was mit Behörden zu tun hat. Also irgendwas ist hier, wo du dich wirklich in Geduld üben darfst. Ja, wunderbar. Das ist alles das, was du hören wolltest, lieber Widder. Ich weiß. Aber, wie gesagt, die Giraffe sagt dir hier, ne? Ich lese es dir nochmal vor. Liebende Güte, erhebe und weite deinen Blick. Also, das heißt letztendlich nichts anderes wie, du wirst auch im Nachgang mehr Sichtweise haben und du wirst dir dann sagen, Gott sei Dank. Im friedlichen Werden lösen sich manche Dinge von ganz alleine. Das heißt, wenn du diesen Zustand annimmst und sagst, okay, dann ist das so. Ich übe dann mich in Geduld oder ich übe nochmal meine Unterlagen durchzuarbeiten oder ich übe mich in der Praxis, von der Theorie in die Praxis. Ja, viele machen ja auch Ausbildungen wisst ihr, man kann auch nicht im ersten Layer seinen Meister machen, ne? Und gewisse Dinge brauchen einfach ihre Zeit. So. Und wenn man so schnell durchs Leben reiten möchte, dann kann man das gerne tun, ja, aber irgendwann werdet ihr mit euren Hörnern in der Wand stecken bleiben, weil es geht nicht so, wie ihr es wollt. Und da kommt schon das Licht, seht ihr das? Wie jetzt hier das Licht auf den Turm fällt, du brauchst die Erleuchtung. Du brauchst erst dieses rüttelnde Erwachen, ne? Dieses Drrrt, wieder ab in den Stall. Komm mal runter, gönn dir mal eine Auszeit, ja? Komm mal zur Ruhe, geh mal in die Annahme, in Geduld. Das sind alles Dinge, die wir Menschen nicht hören wollen. Aber es ist im September für dich ganz, ganz wichtig, damit zum höchsten Wohle für dich entschieden werden kann oder du die Dinge ertragen kannst und erleben kannst, bewusst auf allen Ebenen. Okay, bitte. Das war die Botschaft für dich für den September. Ich danke dir trotzdem für dein Abo. Ja, ich weiß, es sind nicht immer die Dinge, die ihr hören wollt, aber genau diese Botschaften sind die Botschaften, die euch hier weiterbringen. Okay? In diesem Sinne, alles Liebe, macht's gut. Danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.